Ashley? Ashley? Hey again. How's it going? Bist du nervös? Ja, Ashley, hau rein, ne? Oh nein. Hallo, was ist hier los, Ladies? So, you two are rich kids. Teaching them how to speak Spanish and do the marimba, right? Must make a lot of dinero doing that. Disposable income is a hell of a thing. Oh, Junge. Well, I'm not rolling in dough, but it's better than my old gig working as a booth babe at comic conventions. Lot of interesting smells, those events. Oh, speaking of. Weiter. Etwas über ihre Hygiene und Hälse und Bärte und etwas Kauderwelsch über nette Jungs. Letty hat kaum begriffen, dass es eine Party ist, geschweige denn, dass Lea einen Scheiß auf Conventions gibt. Oh, scheiße. Oh, das klingt freundlich. Letty ist anscheinend viel geselliger, als ich dachte. Das ist viel zu... Das sind unsere Gedanken, aber... Hey, hold up. Listen. I'm opening up my own self-defense dojo in that strip mall by the highway. Now, how would you like to turn an investment of just $4,000 into... Oh shit, you mean that old chicken on a stick place, right? The one that had the outbreak? The hazmat guys had to close off like 3 square blocks for that. Now that's the kind of smell that... It wasn't 3 square blocks, it was like 1.5. The weird chicken guy is gone. In jail, I think. It was his property, and once the chemical wash has dried up and the people can get near the place without their skin burning, that property is gonna be hot. It'll be prime real estate, and that's why I need your help. Gib mir einfach nur die Kohle von ihr, ey. Shit, Lea ist wieder im Pitch-Modus und mehr Aggro als vorher. Ich brauche vielleicht noch ein Out für Lady. Was? Hä? Oh nein, sie ist von ihr hypnotisiert. Ich kenne Lea gut genug und ich weiß, dass sie... No, goddammit. It just happens to be where folks got sick. It'll be a... Self. So, people come in and get kicked, but then they also get sick? No, what the fuck? Okay, simple question. You're coming out of the bar. Some asshole tries to grab you and get all in your hidden temple. What are you gonna do? Tell me, what are you gonna do? I'm gonna make him eat that old chicken from your new store! Oh my god! Fuck! Ah. No! You're gonna do this! Huh? Huh? Oh! Warum? Warum? Hör auf! Hör auf! Nein, hör auf! Oder nicht? Ich weiß nicht. Oh. Oh, damn. Ja. I just hauled off in shit. Knocked out another potential investor. Hey, Letty, I'm real sorry for knocking you the fuck out, but you're being really dumb. Listen, I don't know if you can hear me, but if you have any interest in putting some money towards this project, please hit me up. Maybe that was the wrong choice of words. Just get in touch with me. I'ma go now. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Hallo? Alles okay? Alles okay bei dir? Hallo? Oh, cool. Meine Hand. Hallo? Hallo? Warte, stopp. Stopp, alles gut. I got a fregada. What was that about? Just because I didn't understand her kicking store idea, she's gotta hit me? So uncool. Excuse me while I check for any missing teeth. Du solltest Lea für den Rest der Nacht meiden und vielleicht für den Rest deines Lebens. Okay, habe ich das Gefühl, dass Letty wahrscheinlich von diesem komischen Schlag hätte retten können. Ich sollte Letty gleich noch einmal durchchecken, sobald ich alle ihre Zähne gefunden habe. Ugh, of all the days to get my ass kicked, it's the day before my photoshoot. ¿Por qué siempre me pasa este tipo de cosa? Why would Ashley invite me over if none of these people even wanted to learn Spanish? Ashley bat mich heute Abend auf dich aufzupassen, damit du keine Zähne mehr verlierst. Did she really? Well, looks like you're up to the job. Gotta tell you something though. Like, on the DL,
This is my first party, and I really don't want to screw it up. Not that I ever would. On purpose. Also ich hoffe, es ist okay, dass ihr da jetzt nicht oben alles lesen könnt. Immer so zu machen ist halt auch voll blöd. Ich weiß noch nicht, ich weiß wirklich noch nicht, wo ich die Kamera hinpacke. Ob ich die wirklich unter dem, ob ich die hier hinpacke. Und dann seht ihr halt diese, aber das braucht ihr, glaube ich. Ich glaube, ihr braucht diese Opportunities, die halt eh nicht sehen. Das ist aber nicht so interessant. Okay, einfach entspannen und Spaß haben. Vielleicht sprichst du nicht mehr mit Lea. Ja. Well, who should I talk to? Es sind genug Leute hier. Oh my gosh, are all the stereotypes from teen comedy movies for reals? Can we go down the list and start meeting these characters like they're right off a casting call? Come on, man, can we try? Du willst, dass die Hälfte meiner Freunde zu stereotypisieren? Sicher. Ja. Dude, you're the best. I think it's only natural that I start with the host of the party, right? In the movies, it's always some snobby girl who's using her daddy's house while he's off doing cocaine on some fancy business trip. Or terrorizing New York as an avian-themed supervillain. What was I saying? Right! Let's see if tonight's host is just as snobby. So. Das sollte gehen, ne? Entschuldigung. Terrorisiere New York, was? OMG, if she is a snob, I'm sure I can win her over with a gift. A little something-something that says, thanks for letting me crash your party. Patrick? Or, you know, free Spanish lessons. Es könnte funktionieren. First things first, find out who the host of the party is. If you already know, see what you can learn about her, so we know which gift will land the best. I'ma go gather my stuff, then maybe try to mingle a bit. Give me a minute or two, and then come find me. Cool? Ich hab ihre Sachen. Ich hab ihre Sachen. Nun, ich hab ein paar Untersuchungen vor mir, okay? Königin im Norden. Hä? Was ist? Queen of the North. Okay, also, ich, ja. Also erstmal, das ist aber, du bist echt scheiße. Du bist echt doof. What's up? You having a good time? Die hat dir gar nichts getan. Geschieht dir ganz recht, dass du keinen Text hast. Die knall ich irgendwann weg. So, also, Madison, hier. Hallo. Hey again. Are you lost? Ja, ja, das war's. Okay. Ja, ich hab jetzt hier, Hello. Sieht aus, als ob sich Lethe im Moment Zeit nimmt, um es sich hier und da bequem zu machen. Ich komme gleich wieder auf sie zurück. Erzähl mir von diesen Nachhilfestunden. Alright, what do you want to know about? Nichts, alles gut. Also, der Host ist sie. Dinge habe ich jetzt auch schon rausgefunden. Are you lost? Ja, ich kann ihr das Handy. Ich mach das mal. Ich gebe ihr mal das Handy, ja? OMG, you found my phone. Ja. Thanks so much. Bitteschön. Habe ich eigentlich geklaut. Okay. Jupp. Gibt es eine Belohnung für die Rückgabe deines Handys? Ich habe das Gefühl, dass vielleicht ein Kuss oder. Nein? Ja, doch. My, aren't you a bold one? I suppose you did sort of save the day. I'll tell you what. Help me play a prank on my sister, and there might be more than just a kiss waiting for you when we're done, if you catch my drift. Davon weiß ich nichts, erzähl mir mehr. Zur Hölle, ja, Metz, ich bin dein Mann. Wie fangen wir an? Ich mach das mal kurz. Okay, so here's the deal. I already accidentally spilled some beer all over Ashley. I locked my clothes away so she can't find something else to wear. My plan is to first get her to think her only option is to strip down and wash her clothes. Once we have her clothes in the washer, then we just need to force her out and parade her around naked to all of the party guests. Talk to Ashley and see if you can get her to trust you enough to take her clothes and wash them. Then figure out a way to get her out of wherever she decides to hide. Verstanden, ja. Heißt ja nicht demütige Ashley. Hey. What's up? Also, ah, hier. Na, du wirst mich hier doch nicht einfach ohne Hinweis laufen lassen, oder? Du könntest mir wenigstens eine Saftbox oder sowas geben. Hey, you're back! Boy, I got a bone to pick with you. Oh. I went to go get my bag, and turns out all my nifty gifties were gone. I can smell that mescal from a mile away. You took my shit, didn't you? Ich wusste es nicht, ich schwöre. Ich habe mich schon gewundert, wem die Tasche gehört, die du da direkt am Anfang hingelegt hast. It's cool. Ah, ja. You would have got your hands on them anyway. So, that stuff you took from my bag... We're gonna use them as gifts for the host. Ja, okay. Did you ever find out who's throwing this bash? Ja, es ist Ashleys Schwester Madison. Ja, aber ich muss wirklich schnell um etwas anderes kümmern. Okay, hier. I guess I should have put two and two together, being that Ashley
invited me to her house. So, what should we give Madison to cool her icy Regina George heart? The booze with a scorpion inside? The hottest chili peppers known to man? Or the shit-talking fish? Ja, also... Ja, natürlich den Schnaps. Solid choice, solid choice. Alright, give me a sec to prep for my moment of glory. Okay. And then, we're off. We shan't keep the queen waiting. Andale! Andale! Klingt gut, ich werde deinem Beispiel folgen. So, und ich werde jetzt mal ganz kurz Pipi machen gehen. Denn ich muss ganz dringend und bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Ich habe die Kamera jetzt nochmal ein Stückchen größer gemacht. Ich bin einfach heute die ganze Zeit nicht zufrieden. Ich glaube, ich habe noch nie in einem Let's Play, vielleicht setzte die Kamera mal um irgendwie, aber noch nie in den Let's Play so viel an meiner Kamera rumgefummelt, weil ich so verunsicher bin. Weil ich gesagt habe, die ist oben links doof, oben rechts doof. Dann war die jetzt aber in der Mitte rechts auch doof und in der Mitte links ist die eigentlich auch doof. Hier fliegt die nämlich einfach so rum. Ich bin so... Und unten ist ja auch manchmal Text. Ich bin verloren. Ich muss die Kamera einfach in der Mitte machen. Als Zensur. So. Wir machen jetzt mal weiter. Ja, läuft alles okay. Okay. Es sei denn, ich habe nichts mit oder gegen Madison geplant. Nein. Okay. Die will also Madison treffen. Madison ist da. Oh, jetzt. Nein. Ah, okay. Wir machen das jetzt gemeinsam. Ich weiß nicht, was ich tue. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig, falsch ist. Keine Ahnung. What's up, Madison? I'm Letty, Ashley's Spanish tutor. But tonight, I just want you to think of me as Letty, cool kid extraordinaire. Okay. Oh, hi there. So, Ashley's inviting people to my party. That's super cool of her. You're here now, so there's that. I'd say you should grab a drink, but all our booze is under lock and key. And bald douche adjacent. Das mit dem Frank ist ja immer noch so eine... Sie sieht ein bisschen aus wie die Schauspielerin, ich weiß jetzt gerade nicht ihren Namen. Ah, von, die hat auch bei Jurassic Park mitgemacht. Wo die da mit den Stöckelschuhen vor dem T-Rex, also Respekt dafür, wegrennt. Wisst ihr, welche ich meine? Wie hieß sie denn nochmal? Ich komme gerade nicht auf den Namen, also ein bisschen ähnlich sitzt ihr. Well, it sounds like I brought the perfect gift for this fiesta. Yeah! Just... Ta-da! El Escorpión Mezcal. This is booze! Hell yeah, Letty! This is booze! Mexican booze. Wait. Ah! There's a scorpion in here! Yeah, so yeah, come here. Yeah, pretty bitchin', isn't it? Weiter? Is this like a gag gift? I drink some of this, the scorpion gets into my mouth, and I gotta go to the hospital, because my small tongue is closing my airways. Der ist tot! Oh, look, everybody, Madison's turning blue! Hearty har har! Get this shit away from me! Oh! Hey, what gives? Ist es kaputt gegangen oder einfach nur weggerollt? Fuck you, Leslie. That shit is not cool. Leslie? Oh, sie heißt doch gar nicht Leslie. Königin im Norden. Ob... But what did I do wrong? Oh. I don't get it. Usually people love mezcal. They pop it open, drink too much, try to fight a stranger, potentially have sex with said stranger. Why doesn't Madison want that? Du kannst nicht immer gewinnen, schätze ich, weil du diese Interaktion definitiv verloren hast. Oh, come on, Letty, the night's still young. Meaning I've got plenty of time to keep fucking this up. Hey, just give me a bit longer to find my chill. Okay, weißt du was? Bei ihr würde ich sogar den Fisch, glaube ich, nehmen. Ich mache jetzt mal Load Game. Boah, das sind noch hier meine ganzen, oh Gott, meine ganzen Sachen. Geht das? Ja. Okay. Ich bin gespannt. Die Kamera jetzt richtig positioniert wäre. Oh. Ja, gut. Wo sind wir denn jetzt? Wo haben wir denn aufgehört? So, da hinten. Ah. Oh, warte mal. Ich kann es jetzt wieder gut machen. Ah! Nein. So, you two are rich kids. Well, I'm not. Nein. Okay, Lea, hör auf damit jetzt. Lea, ich werde sie mit meinen gediegenen Charme wohl nicht umgehen. Ich muss für Ablenkung sorgen. Okay, für Ablenkung sorgen.
reden. Hey again. Are you lost? Nein, das klappt nicht. Okay. Wie soll ich sie denn ablenken? Frank? How's it going, dude? Oh, ja, ich bin vollkommen nüchtern. Ja. I'm straight edge. I can't stand assholes who get drunk at pop. Dude, she's so hot. I'd give my left nut for a night with her. Okay. Holy shit. Okay. I tell you what we gotta do. We gotta conduct ourselves a sting operation. Okay. Wenn ich jetzt hier hingehe, vielleicht, also ich weiß nicht genau, wie ich sie ablenken kann. Vielleicht, die hier hat Alkohol. Das klappt hundertprozentig nicht. I'm gonna make him eat that old chicken. Fuck. Ah. No! Oh nein. Nein, zu spät. Au. Autsch. Lea, du Bitch. Damn. Okay, hey, wach auf. Wach auf hier. Ja, wach mal auf hier. Jetzt wach doch mal auf. Wach auf. Los. Riech meinen Fuß. Das ist, keine Sorge, ich belebe sie wieder. Das ist Wiederbelebung. Hey. Hier gibt's nichts zu sehen. Patrick, was ist denn da mit dir los? Hey, was ist los? Hey, Reh. Yeah, so, das hatten wir auch alle schon. Hier, Schmerzmittel. Hau rein. So. Okay. Geben Sie dem Mann ein paar Drogen. Hey, pst. Okay, scheint wirklich toll zu sein. Okay, hey, pst. Hey, wach auf. Okay, alles klar. Sie lebt wieder. Alles gut. Hier, der Derek hat das. Warte, komm mit. Der hier hat das, der. Da! Frank! Entschuldigung, Patrick. Frank! Wieso sag ich Patrick und nicht Patrick? Na, geh da wieder und jogg weg. Gut, jetzt sind wir an diesem Punkt wieder, wo ich dann nochmal speichern werde. Aber ich werde auf den Letty 2 Speicherpunkt speichern. So. Ganz böse. Hallo. Oh. Ugh, of all the days did she really? So. OMG, if she is. First things first. So. Also, Königin im Norden. Wir brauchen also ein passendes Geschenk. Jetzt muss ich erstmal nochmal mit Madison reden. Die chillt hier gerade im Pool. Da gehe ich mal rein. Mit meinen Straßenschuhen. Hallo? Hey again. Are you lost? Was ist denn Franks Problem? Frank is an odd guy. He's on that whole straight edge kick. And he's apparently taking everybody along with him. He's ruining my party because we're all fucking sober. I don't even know. Alles klar. Also ich glaube, ich habe dieses Raymond. Nee, dieses Raymond-Ding habe ich nicht gemacht, ne? Hallo. Hello. Okay, ich komme gleich wieder auf sie zurück. Das heißt, ich kann jetzt aber auch nochmal speichern. Ja, Frank, war wohl falscher Alarm, ne? How's it going, dude? Staying away from the alcohol? Ich weiß nicht, ob ich das... Gedanken stehen und sowas alles. Mich lenkt das total ab irgendwie. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich davon halte, von der Neuerung. Ich bin voll zu. Frank, ich hab zu mich gehört wie jemand. Hey, Kessel. Did you need something? Du, hier. Frank steht auf dich. Ach, as if. Ja, das glaube ich auch. As if. Ja, weg. Hey, Stephanie! Was ist los hier? Ooh, did you see that fight? It was brutal. Fighting is... Hau rein! So. Jetzt vielleicht? What's up? Ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt nochmal... Ich brauche also noch ein bisschen Zeit. Mama, Madison ist jetzt auch irgendwo. Hey again, are you lost? So, Stephanie möchte, dass du den Song änderst. Oh, seriously? Fine. Warte. Hey again, are you lost? Hast du dich den Song geändert, den, der für Stephanie spielt? Das klingt nicht anders. So, die einzige neue Sache. Wir können halt. This is obviously a ja, wir können halt Patrick noch verprügeln lassen, aber ansonsten. Ja. Huch. Hallo? Hey. Hello. Hey, das ist also wirklich eine Zeit, die vergeben ist.
Yeah. Boy, I got a bone. It's cool. Okay. It's cool. You would have got your hands on them anyway. I guess I should have put two and two together, being der beschissen sprechende Fisch. Solid choice, solid choice. All right, give me a sec to prep for my... So. Der sprechende Fisch, wegen ihrem komischen Spirit-Animal-Ding, da habe ich gedacht, vielleicht ist es der sprechende Fisch. Ansonsten, die Chilischoten kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Kommst du jetzt wieder runter? Ja. Ich bleib mal hier stehen, mal gucken, was du dann machst. Haha! Oh. Du bist sehr schlank. Und dann geht er jetzt wieder hier rein, okay, ja. Hier. Ja. Kann das auch vielleicht abschließen? Ne, kann ich nicht. Okay. What's up, Madison? I'm Letty. Oh, hi there. So, Ashley's inviting people. Well, it may not be booze, but I did bring you a little gift for letting me come to your killer fiesta. Let me just... Ta-da! Is this a talking wall-mounted fish that can only speak Spanish? A language I literally can speak zero words of? But that's not all. Sancho the sleazy suckerfish can speak over 12 lines, all of which are incredibly hurtful and creepy, regardless if you can speak the language or not. This is the most awesome thing that's ever come into this house. Seriously. And I'm including the male strippers I got the night Ashley gave up casual sex for Lent. This is so geil, Emma. You love it. I love that you love it. Really sounds like I'm melting through your cold exterior and finding right between those lovely boobs of yours a friend. Yeah, yeah, you can motorboat me whenever or whatever. Shit, this is gonna be such good inspiration for my spirit animal paintings. And as an added bonus, Ashley's gonna fucking hate this thing. Letty, you're welcome to my casa anytime, amigo. Hast du fein gemacht! Juhu! König im Norden! Safe game! So! Yay! Look what we did! Ja, I can't believe how well that went! Take that, shitty teen movies written by old white guys that make every party chick seem like a complete bitch! Also, was kommt als nächstes, Partytier? Alright, I think next I want to go after the host's main squeeze. That character, I mean guy, who would use his rock-hard muscles to rip apart anybody who tried to get in Madison's way. Movies make him out to be that overly aggro gym bro always posting selfies of his pecs. But none of these people seem that stereotypical, so let's just aim for the guy Madison's fucking. Ich weiß genau, wer es ist. I want to get closer to Madison while I still have her on the hook. Fish joke. Let me schmooze with her for a little bit longer before we make moves. Okay. Ja, dann gehen wir mit ihr plaudern. Okay. Wir wissen, mit wem wir da reden. Das ist alles irgendwie ganz komisch. I can go see what the fuck is up with that fish. Okay. Okay. Ja, hey, Daryl. Hey, how's it going, buddy? Ja, hier goes to your ganz hart gleich hier. Kannst du mir ein wenig mehr von Amy erzählen? Sie ist irgendwie süß. Du und Madison, ist da jemals was passiert? Was kannst du mir über Stephanie, ja, dann, hier. What? You must be out of your mind, man. Me and Madison? We're just friends. Just friends. Natürlich. Natürlich seid ihr nur Freunde. Natürlich. Hey, pst. Oh, das ist Handy. Ich muss doch schon mal den Besen holen. Der Besen war, glaube ich, hier, oder? War der Besen hier? Hey again. Are you lost? Ich wollte sie gerade wegschicken. Verdammt. Hey. No, not yet. Madison is giving me all of Ashley's passwords. I'm doing so well. Get back to your hunk hunt. Okay, okay. Hey, Brittany. Oh, hey. I don't believe we've met. Yeah. I'm Brittany. Oh yeah, I know. I'm just... Well, it's kind of embarrassing. Yeah. I just bought this new top and... Well, I've always been endowed with... Oh, thank you. Yeah. That makes me... Wow, I'm impressed. A little bird told me you've chatted it up with every single person in attendance to my luncheon dig. You're a pretty sociable dude, huh?
a people person. That really makes me wonder what your sky animal would be. No! You don't know? Nine! Well, I guess it is a pretty well-kept... Nine! Well, ask away. I'm okay. Pretty much an expert on all this stuff. Derek, ruf mich! Oh Gott. Oh mein Gott, ey. Okay. Also... Yeah. So, have you scoped out our piece of man meat? Ja, hab ich. Madison just taught me that phrase. Man meat. I think it's a man that you really like to meet. Like for coffee. Or a nice stroll through the park. What a lovely phrase. Das ist definitiv etwas zwischen Madison und Derek. Man sagt, ihre Brustwarzen, man sagt, dass ihre Brustwarzen außergewöhnlich hart sind, wenn sie nebeneinander stehen. Ich denke schon, aber gib mir noch etwas Zeit. Okay. Hier. Derek? Is he the thick boy with the thighs that can probably crush my face? Amazing! I can't wait to have a man meet. Let me just collect myself and off we go! Hier wird es gleich thick! Okay. Was passiert jetzt hier? Ich weiß einfach nicht, was hier passiert, aber ich mach mal ganz kurz verwenden mit. Make pork good, you quiver. That's right. I'm fucking your daughter. What? Hä? Warte mal, war das jetzt gerade was? Hä? Oh, was zum Teufel, Letty? Geht es noch gruseliger?